Ja, hallo Freunde, Mahlzeit, herzlich willkommen zu einem kleinen Uhren-Unboxing. Natürlich stilecht eine schöne Uhr mit einem schönen Taschenmesser auspacken. Und ich sag mal so, diese Uhr, die hier drin ist, das ist so ein bisschen die Rolex Datejust oder Daydate für Arme. Aber ich finde, sie hat ein unglaubliches Preis-Leistungs-Niveau. Eine unglaublich schöne Uhr. Ein paar Finessen, ein Wahnsinnsuhrwerk und das Ganze zu einem 10% Preis einer schönen Rolex Datejust mit Jubiläumband und blauem Zifferblatt. Ne? Das ist ja wirklich eine schöne Rolex, aber mit 6.800 Euro doch schön teuer. Und da ist diese Tissot einfach der Hammer, kostet nur ein Zehntel davon und bietet ähnlich technisch schöne Funktionen. Tissot hat wirklich ein sagenhaft gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Packen wir die Nummer schnell aus. Die haben ja heute immer die interessanten Buchschober-Verpackungen hier. Diesmal habe ich vielleicht die Gelegenheit, diesen Roman da hinten drin zu lesen, aber schauen wir mal kurz hier rein. Oh ja, da ist das gute Stück. Das ist wirklich ein Traum einer schönen Uhr mit wunderbarem Armband, schön blauem Zifferblatt, einem Wahnsinnsuhrwerk, super Verarbeitung. Und das ganze UVP dieser Uhr beträgt 645 Euro. Mehr Uhr kann man fast nicht bekommen, wenn man auf der Suche ist nach einer Top-Schweizer Armbanduhr mit Schweizer Spezialwerk, aber dazu alles dann mal mehr im Review. Okay, das also als kleiner Teaser und Appetithäppchen auf ein bald folgendes Uhrenvideo. Also, viele Leute, viel Spaß mit euren Uhren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbeli.